Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Mittwoch, den 23.03.2016 und ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich mir so einen Gaming-Stuhl gekauft habe von Maxnomic. Und der kommt heute an. Sie haben mir eine E-Mail geschrieben, der kommt zwischen 12 und halb 2. Und ja, Leute, jetzt wird gespannt gewartet. Es ist gerade 6 nach 12. Und ja, Leute, natürlich nehme ich euch mit, wenn sie da sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute, und da sind wir auch schon wieder. Ja, also, es ist, 13:52 Uhr, sind immer noch nicht da. Na gut, Leute, es kann natürlich auch Stau sein, oder, keine Ahnung, ja, ich glaube, ich verklage das Unternehmen. Ey, Spaß, Leute, also, war mega witzig jetzt, ne? Leute, ich warte immer noch drauf. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich höre ihm das natürlich sofort, wenn sie da sind. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ach, Leute, es war gerade so ein riesen LKW da. Von UPS aber. Ich dachte, das wäre er. Das wäre er. Aber es war für den Nachbarn. Das Paket war ungefähr, wie groß soll es gewesen sein? So groß ungefähr, okay? Okay. Dafür so ein riesen LKW, egal. Ja, es war ja nicht nur für ihn, aber es war von UPS und ich erwarte ja von DPD. Leute, noch weiter warten. Bis. Leute, 14:33 Uhr oder was? Ja. Hier läuft noch immer Tom Clancy The Division. Habe ich heute Morgen mal angemacht. Problem habe ich hier mit Command Center von MSI, damit ich weiß, wie viel Hitze der Prozessor gerade hat und damit ich ihn besser kühlen kann. Geht aber nicht mehr. So wie GeForce Experience geht auch nicht mehr. Nvidia System-Steuerung geht auch nicht mehr. Schauen wir mal, was da los ist. Auf jeden Fall versuche ich da noch ein paar Missionen zu machen, bis das Paket dann endlich kommt. Bis gleich, Leute. Jo, Leute, so. Endlich, wir haben es geschafft. Da steht das gute Ding. Sie sehen ja gar nichts. Wartet, Leute. So, könnt ihr wenn ich mehr sehen. Bin ich noch auf Skype mit so ein paar Dudes. Und ja, ich filme das jetzt einfach mal ganz. Wie ich das Ganze hier aufgebaut habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss den Karton jetzt aufschlitzen und auseinandernehmen. Und bis gleich, Leute. So, jetzt haben wir den Karton mal auf. Hier ist so eine Anleitung, wie man das Ganze aufbauen soll und alles. Und machen wir das jetzt mal hier. Wir haben so einen kleinen Schutz und ist das gute Ding auch schön. Hier noch ein bisschen. Und alles klar. Stellen wir das mal kurz hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt noch irgendwas seht. Das ist auf jeden Fall mal die Rückenlehne. Machen wir hier mal weiter. Hier noch Schutz hier. Alles klar. Hier ist auf jeden Fall mal das Kissen, um in den Beckenbereich zu legen. Gehen wir mal hier dahin. Haben wir hier noch so Schrauben. Hier haben wir das Maxnomic Kissen. Da ist die schwarze Dichtung. Das hier ist Maxnomic auch nicht orange oder so. Ah, hier ist, beim Kissen ist eigentlich, hier ist in der Kiste jetzt noch, hier sind wahrscheinlich Schrauben und Kisten. Alles klar. Jetzt einfach hier mal auf. So, nehmen wir das mal raus. Und, ja, was ist denn das jetzt? Alles klar, Leute, wir sehen uns gleich mal wieder. Jo, so, und da sind wir auch schon wieder, Leute. Wie ihr vielleicht schon seht, sitze ich auf meinem neuen Stuhl. Und, so sieht das ganze Ding dann mal aus. Na? Ja. Schön. So. Da haben wir natürlich den Maxnomic Kissen für Kopfteil und fürs Becken. Kann man hier hinlegen oder so.
Wie ihr seht, habe ich so ein Muster hier drauf. Ist so ein schönes Schwarz gehalten. Und natürlich hat er die folgenden Specials, kann man so sagen. Hier nur vorne und zurück. Das kann man natürlich auch noch horizontal verschieben. Dann, um zu drehen, habe ich noch gar nicht rausgefunden, wie das geht. Aber, ja, das sehe ich auch noch. Hier ist auch noch ein Hebel, damit ich Höhen verstellen kann. Und ja, hier unten drunter haben wir natürlich noch einen Hebel, um die Höhe des ganzen Stuhls zu verändern. Und hier, um die Rückenlehne, also um den ganzen Stuhl ein bisschen nach hinten zu wippen. Und hier haben wir einen Schalter, um die Rückenlehne eben nach hinten zu befördern. Und ja, Leute, das soll es eigentlich gewesen sein von diesem Video. Und was ich euch noch sagen wollte, ich habe mir überlegt, da ich ja jetzt Ferien habe, ob ich nicht für die ganzen Ferien jetzt jeden Tag ein Video bringen soll. Dann poste ich mal einen Vlog, aber auch ab und zu mal Gaming. Und ja, das soll dann voraussichtlich mal das erste Video werden von dieser Session. Und ja, haut rein, bis morgen dann, hoffentlich.